Grunde genommen weltweit, aber natürlich, sagen wir mal, wenn man so eine gewisse Risikosensibilitätsanalyse macht, würde man sich natürlich immer darauf konzentrieren, wo ich sehr gute Lagerstätten habe und wo ich aber auch sehr gute Rahmenbedingungen vorfinde. Das heißt also, klassische Bergbauländer sind Australien, sind Nordamerika, okay, zunehmend aber auch Südamerika. Was neu entwickelt wird, ist beispielsweise Afrika, wobei wir da natürlich immer ein Problem haben mit der Infrastruktur. Und natürlich das große Feld Asien, wo auch natürlich sehr viele Lagerstätten vorherrschend sind, wo natürlich auf der anderen Seite auch Marktplayer in Asien sehr dominant sind.